Nicola Petersen ist die Heldin in meinem neuen Roman. Sie ist Anwältin, wohnt in Hamburg und wie sie da lebt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Auf so einem Hof wohnt Nicola gemeinsam mit ihren beiden Kindern und ihrer Schwiegermutter Gisela. Tja, mitten auf dem Land in der Großstadt. Auch das gibt's in Hamburg. Schön ruhig hier, bis die neuen Nachbarn einziehen. Sergio und Tiziano. Ab jetzt wird Nicolas Leben anders. Aber mehr verrate ich noch nicht. Wenn Nicola morgens in die Stadt fährt, lässt sie das Familienchaos hinter sich. Ungeheuer praktisch. Mache ich auch gern ab und zu, wenn ich mich zu einer Lesung absetze. Nicola ist eine echte Feldwald-Wiesen-Anwältin. Ob Nachbarschaftsstreit, Unterhaltsklage oder Lappen weg, in Nicolas Kanzlei tobt das wahre Leben. Hier vor Gericht geht's dann richtig zur Sache. In meinem vorherigen Leben war ich auch Juristin. Und wenn ich in diesen Saal komme, fallen mir all die skurrilen Sachen ein, die ich damals erlebt habe. Das gibt natürlich reichlich Stoff für Nicola und ihre Geschichten. Jetzt sind wir im lebendigen Karo-Viertel, direkt neben dem Gericht. Hier ist Nicolas Kanzlei. Wenn Nicola einen Fall gewonnen hat, dann geht sie hier shoppen oder mit ihren Kollegen feiern. Das kann man in diesem Viertel nämlich auch richtig gut.